Also es passieren schon sehr viele spannende Dinge, die die Jungs jetzt vielleicht bei einer anderen Kreisliga-Mannschaft so nicht erleben würden. Auf der Arbeitsebene läuft vieles relativ normal ab, ne? Auch wenn natürlich dann die Teammanager, die Online-Manager bei uns immer das letzte Wort haben. Viele von uns sind auch selber Manager und angemeldet und können natürlich auch Einsicht nehmen. Ist natürlich schon manchmal interessant, wenn man so sieht, was man so im Training gemacht hat und wie man sich selber vielleicht so einschätzt, wie seine Leistung war. Und wenn man dann sieht, was der Trainer einem für eine Note gegeben hat und wie darauf dann auch die User reagieren, ob man dann am Wochenende aufgestellt wird oder nicht. Kann schon ganz interessant sein, ist mal was ganz anderes, was man sonst nicht kennt. Sonst stellt einfach der Trainer auf nach seinem Bauchgefühl, möchte ich mal sagen. Als Trainer konkret, ja, ist es ja so, dass wir als Trainerteam auch eine Aufstellungsempfehlung machen. Ob die Online-Manager sich dann daran halten, das bleibt denen selbst überlassen. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, das Training zu gestalten. Also da ist es jetzt nicht so, dass die Online-Manager die Trainingsinhalte auch vorgeben. Wir machen aber natürlich bei jedem Training so einen Trainingsreport, wo wir dann halt berichten, was gelaufen ist mit Videos und Interviews und so weiter. Ja, auf jeden Fall dieses Konzept, ne? Also das ist einmalig und das ist auf jeden Fall besonders spannend, sage ich jetzt mal an der Arbeit hier. Also es passieren schon sehr viele spannende Dinge, die Jungs jetzt vielleicht bei einer anderen Kreisliga-Mannschaft so nicht erleben würden. Wir wussten alle, worauf wir uns einlassen und viel verändert hat sich nicht. Klar, es wird viel aufgezeichnet und auch Statistiken werden erstellt, aber wir wollen uns natürlich auch stetig verbessern und auch den Managern auch was zurückzahlen. Dafür arbeiten wir auch sehr hart. Die Jungs, die hier sind, machen es auf jeden Fall nicht des Geldes wegen, das kann man sagen. Die sind hier top motiviert, was das Konzept angeht, stehen voll dahinter. Ja, und hier im Bergmannsbusch ist halt auch sehr speziell mit dem Wald. Also wir liegen ja mitten im Wald hier. Und das ist schon eine schöne Atmosphäre, so nach Feierabend dann auch hier, ja, sag ich jetzt mal, seinem Hobby zu frönen. Und das ist schon, glaube ich, auch speziell. Auf Asche hat man, ich glaube, da hat fast jeder von uns angefangen. Ist noch irgendwo eine alte Liebe. Und naja, ich würde auch sagen, es ist ein kleiner Vorteil für uns, weil alle, die hier hinkommen, die holen hier im Busch keine Punkte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.